Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Bevor wir jetzt anfangen werden, hat mich der Laserknecht 2 aus meinem Clan, der mich halt darum gebeten, dass ich ihn besuche. Das werde ich jetzt auch tun. Eigentlich wollte ich ihn ja schon in der letzten Folge besuchen, aber ich hatte es leider vergessen. Ja, das sieht nach einer Rapsschlacht 8 Base aus. Ja, stimmt doch. Ja, was kann man zu dieser Base sagen? Die Minenwerfer stehen schön im Parallelogramm. Aber, also, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich würde die Minenwerfer mit den Goldlagern jeweils tauschen, sodass der Minenwerfer da hinkommt und der Minenwerfer da. Ja, wegen dann wird es so zum Viereck werden, das wäre dann so schön parallel. Yay. Ja, was kann man jetzt zu den Magiertürmen sagen? Und zwar, die Magiertürme sollen ja eigentlich so stehen, dass sie jeweils zwei Lager abdecken. Und der eine muss sogar noch das Dunkle schützen. Also einer muss sogar noch drei schützen. Der hier schützt so eins und das da noch so halb. Der da schützt da noch so ein Elixierlager. Und hier so ein Goldlager. Und was schützt der? Wahrscheinlich noch so halb hier das Elixierlager. Ja, und das Elixierlager da ist ungeschützt. Das ist nicht so gut, aber so ansonsten ist die Base eigentlich relativ gut, da auch die Klarenburg schön mittig ist. Das ist sehr wichtig, wenn man da Clan-Truppen drin hat. Die Teslas stehen auch relativ gut. Auf Rades Level 8 hat man ja noch keine 4 Teslas. Ja, also deine Base ist top. Ja, was werden wir in der heutigen Folge machen? Und zwar, gestern wollte ich eigentlich ja One-Click-One-Shot. Ja, ich hab's richtig gesagt. Mit einer Riesenarmee machen, aber da ich keine Zeit hatte, musste ich das mit Barge machen und das ist ja nicht so prickelnd. Deswegen werden wir das heute mit Riesen machen, wie ich es gestern versprochen hatte. Und ich würde mal sagen, ich suche dann jetzt auch direkt einen Gegner raus. Bis gleich. Ich würde schon mal sagen, wir haben hier doch einen Gegner gefunden. Ob wir das ganze Loot bekommen, wahrscheinlich nicht, da die Riesen ja nur auf die Verteidigung gehen. Aus welcher Ecke werden wir angreifen? Ich würde mal sagen, ja. Boah, das sieht aus, ey. Hier noch so ein Wutzauber. Boah, Junge, Junge, die Mauer, die wird gleich schnell fallen. Ja, die ist wirklich schnell gefallen. Ja, komm, die Clan-Truppen können auch nichts machen. Bei so einer Strong-Armee. Ah, Mist, da sind schon die ersten Riesen geflogen. Hier setzen wir einen Heilzauber ein. Damit die Kleinen auch heilen. Naja. Boah, das sieht so extrem aus, ey. Wie viele Riesen sind da? Nur einer. Das lohnt sich da, keinen Zauber zu machen. Oh, Heilzauber, 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 Heilzauber. Boah, die waren ja fast down, Alter. Wirklich? Hab ich viel Loot geholt, Alter. Das hat sich voll gelohnt, dieser Angriff. Guck mal, alle Riesen sind schon weg. Ach, je, Mini, ey. Boah, Junge, Junge, Junge. Wirklich? Boah, nee, ey, das geht ja gar nicht. Wie viel habe ich jetzt dafür ausgegeben? Das werde ich jetzt am Ende der Folge nochmal einblenden, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Und wie viel Elixier haben wir bekommen? Nichts. Nee, was ist das? Nee, 32.000, glaube ich. Ja, 32.000. Boah, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ey, fahren wir noch irgendeinen Angriff hier von Fisi. Teize. Ja, das ist auch ein guter Angriff. Also standardmäßig, ne? Man greift eigentlich nur die mit Vollminensammler an. Andere greift man eher selten an, da man meistens nicht die Truppen dazu hat. Also die man dabei hat. Boah, das leckt, ey. Er scheint aber das meiste bekommen zu haben. Ich frage mich, wieso der Kampf noch so lange geht. Das schickt wahrscheinlich noch seinen Magenkönig. Sehr spät los. Ja, und er konnte noch ein bisschen Elixier und sogar noch Dunkles bekommen. Gut gemacht. Ja.
Ich würde mal sagen, das war's dann mit der heutigen Fail-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.